Ich will mir noch eine reinziehen, Chat. Es macht gerade Actually wieder mal richtig, richtig Laune, ne? Macht wieder gut Spaß. Oh, hier ist noch eine neue. Let's go! Denn in der Tat, Herr Kanzler, es geht hier um eine Zeitenwende, die Sie offenbar ja begrüßen. Ich weniger, aber es ist eine Zeitenwende. In der Tat, das will ich schon sagen. Und das dann mal in 78 Minuten hier abzuhandeln, ist der Sache nicht angemessen. Und zum anderen will ich, ja, Frau Strack-Zimmermann, die große Militärsachverständige, Sie werden wahrscheinlich für 200 Milliarden am besten schon am Mittwoch hier durchsetzen. Kann ich nicht ernsthaft drauf eingehen. Strack-Zimmermann auch wirklich im Verteidigungsministerium jetzt auch nicht so angesehen, da jetzt auch nicht die militärische Expertise. Ich rede hier zum Verfahren und so geht dieses Verfahren nicht. In Richtung der Linken möchte ich sagen, dass ich für die Frage, inwieweit wir es in dieser Woche behandeln und inwieweit genügend Zeit dafür besteht, durchaus Verständnis habe. Der Ehrlichkeit halber, Herr Kollege Korte, muss man sicherlich dazu sagen, Ihnen geht es, glaube ich, weniger um Fristen, Ihnen geht es weniger um die Frage, ob man mehr Zeit für die Meinungsbildung hat. Sie sind dagegen, Sie haben es auch deutlich gesagt, Sie sind heute dagegen und Sie wären auch in 4 Wochen dagegen. Deswegen, glaube ich, können wir das guten Gewissens heute so entscheiden. Herzlichen Dank. Knapp 450 Millionen allein in diesem Jahr, das heißt, in den Folgejahren reden wir von zig Milliarden, die benutzt werden, um abzukehren von dem Prinzip des Förderns und Forderns. Ein Weg, der ganz klar ist, den die Ampel hier beschreibt, weg vom Grundsatz, Leistung muss sich lohnen, Mitwirkung muss sich lohnen, hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber das hat die Ampel ja auch nie in ihrem Wahlprogramm irgendwie verfasst. Und selbst wenn, gibt es ja doch sehr viele gute Studien und Ausarbeitungen darüber, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem Land halt wirtschaftlich sowie auch moralisch zugutekommen würde. Also das ist schade, denn das Prinzip des Fördern und Fordern hat uns in der Vergangenheit sehr geholfen. Also jetzt bezogen auf Arbeit und Mindestlohn unter der CDU-SPD-Regierung weiß ich jetzt nicht, ob das so der Fall gewesen ist. Da lässt sich sicherlich drüber streiten. Gerade in diversen Bereichen wie Pflege und so ist da nicht allzu viel leider passiert. Es hat uns geholfen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu überwinden. Und gerade in der jetzigen Situation, Sie kriegen doch überall keine Fachkräfte, oder ich rede nicht mal Fachkräfte, normale Arbeitskräfte mehr. Ja, aber das ist ja nicht jetzt der Fall. Das ist ja, ich verstehe nicht, wie diese Opposition einfach vergessen kann, dass die 16 Jahre für diesen Zeitpunkt, den wir jetzt haben, gesorgt hat. Es ist doch deren Schuld, dass es in diesem Land gerade so aussieht, wie es aussieht. Und sie greifen aber dafür trotzdem die Ampelkoalition an, die gerade dabei ist, im besten Fall diese Sachen aufzuräumen. Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe nicht, wie man so kurzsichtig sein kann und seiner eigenen Regierungslegislaturperiode, Regierung von 16 Jahren einfach vergessen kann und jetzt halt die aktuelle Regierung dafür ankreiden kann. Das ist doch hirnrissig. Das ist doch stupid. Der Bäcker muss an Tagen schließen, weil er kein Verkaufspersonal hat. Restaurants, Cafés müssen schließen, weil sie keine Bedienungen mehr haben. Wir haben überall Fachkräftebedarf und wir signalisieren, macht nichts, keine Sanktionen, am besten bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist doch auch in der jetzigen Zeit das völlig falsche Signal. Aber hat denn das System, was ihr vorher gemacht habt, funktioniert? Hat das uns denn irgendwo weitergebracht? Nee, das hat uns zu dem Zeitpunkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Und jetzt will ich mal was zur CDU-CSU sagen. Ich finde, ist es... Selbstverständlich, aber was sollen die sonst in der Opposition machen? Ja, rumkrakeelen halt, natürlich, klar. Es ist absolut richtig, aber man könnte ja hingehen und eventuell faktische Dinge für sich sprechen lassen. Ich meine, es hat ja Gründe, dass es in diesem Land gerade aussieht, wie es halt aussieht, ne? Also, übrigens, Hubertus Heil, wirklich, muss man ehrlich sagen, immer noch in meinen Augen ein sehr guter Mann, ein guter Minister. Sie ja nicht vorzuwerfen, dass Sie eigentlich mal... Schon auch damals in der alten Regierung gute Sachen auf den Weg mitgebracht. Gegen den Mindestlohn, gegen die Einführung 2015 waren und dass meine Partei, die SPD, das da... War nur einmal ein bisschen lost auf Twitter. Damals mit Andrea Nahles gegen Sie durchsetzen musste. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist Geschichte. Ich habe dann jetzt eins erlebt, nein, bleiben Sie sich doch mal treu, im Bundestagswahlkampf waren Sie gegen den Mindestlohn von 12 Euro, wir waren dafür. Das meine ich halt so, wie kann man das halt vergessen, das ist ja doch nicht so lange her. Und Olaf Scholz als Bundeskanzler hat klar gesagt, wenn wir die SPD wählen, wenn er Bundeskanzler wird, wird der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Die Menschen in Deutschland wissen, ohne einen Bundeskanzler Olaf Scholz wäre der Mindestlohn jetzt nicht bei 12 Euro im Oktober nächsten Jahres. Nicht mit Ihnen, mit uns wird das passieren.
Weil wir, und das ist vielleicht ein Unterschied, Frau Launert, weil Sie über Vertrauen gesprochen haben, das, was wir vor der Wahl sagen, auch machen. Und jetzt will ich mir angucken, was Sie vor der NRW-Wahl gemacht haben. Vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl hat Herr Wüst und Herr Laumann und Herr Merz in einer Kölner Erklärung gesagt, sie seien jetzt auch für 12 Euro. Und dann ist ja, mal ganz kurz nachziehen hier. Es ist diskutiert worden in der CDU, ob man zustimmt. Und hat Herr Laumann gesagt, man würde zustimmen. Dann haben Sie Montag eine Fraktionssitzung gehabt. Und das Ergebnis ist, dass Sie sich heute heldenhaft enthalten. Ich kann Ihnen sagen, das ist peinlich an dieser Stelle. Wenn es um Menschen geht, die ein kleines Einkommen haben, die hart arbeiten, dann ist Enthaltung keine Haltung. Das ist peinlich, was die CDU gemacht hat. Unfassbar, oder? Unfassbar. Genau auf den Punkt gebracht, was ich eben gesagt habe. Ja. Frau Präsidentin, vielen Dank, werter Kollege Kober, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich verstehe ja, dass Sie als Mitglied der FDP-Fraktion sich insbesondere über die Reform der... Das ist nochmal unser Mann mit dem großen Bizeps. ...Mini- und Midi-Jobs in diesem Gesetz freuen. Nachdem aber jetzt schon Ihre beiden FDP... Wo die Anzüge ein klein bisschen zu eng immer sind. ...Vorredner und auch Sie bisher noch nichts zum Mindestlohn gesagt haben, würde ich gerne eine... Kommentar von Ihnen entlocken. So. Ich finde, er sieht immer aus wie so ein Dude, der in so einer fechtenden Studentenverbindung mit leicht privilegierten Eltern und eventuell rechten Gesinnungen könnte da mit drin wohnen. Also, weil es ein Zitat ist, Frau Kollegin, es ist ein Zitat von Ihrem Kollegen Herrn Vogel, der am 13. Dezember 2017 von diesem Punkt Folgendes gesagt hat. Was aber auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir hier eine Politisierung der Lohnfindung bekommen. Das Wesen des Mindestlohns ist doch, dass die Höhe in der Hand der Tarifpartner in der Mindestlohnkommission verbleibt. Erstens, weil es schon grundsätzlich richtig ist, dass wir hier keinen politischen Überbietungswettbewerb bei den Lohnhöhen bekommen. Und zweitens, weil sonst irgendwann Arbeitsplätze gefährdet werden. Hä, hey, aber einen Mindestlohn anzusetzen ist doch richtig und gut. Das bringt doch die Gesellschaft als solche voran. Also wie kann man denn sagen, ja, wir belassen das einfach bei den Gewerkschaften und bei den Tarifen und machen da Mantelverträge für alles. Es braucht ja einen gesetzlichen, generellen Mindestlohn, der bundesweit gilt. Das ist ja schon klar. Also das ist doch in Ordnung. Das ist doch gar nicht diskutabel. Herr Kober, ich frage Sie deshalb, hat Ihr Kollege Vogel Unrecht oder haben wir mit unserer Kritik, die auch mein Kollege Gröhe vorhin vorgetragen hat, Recht? Sehr geehrter Herr Kollege Whittaker, schön, dass Sie sich so gut vorbereitet haben. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat die Union 2014 einer politischen Festsetzung eines Mindestlohns bereits einmal zugestimmt, um danach eine Mindestlohnkommission arbeiten zu lassen. Insofern, ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Insofern ist das, was Sie uns hier vorwerfen, bereits in Ihrer eigenen Geschichte geschehen. Dass schon wieder so ein Beispiel dafür, ne? Sind Sie in keiner Weise jungfräulich. Ich möchte Ihnen... Da hat er völlig recht. ...dazu noch sagen, das Wesen dieser Koalition ist es, Fortschritt zu wagen. Und Fortschritt wagen wir und Fortschritt erreichen wir. Dadurch, dass wir uns gegenseitig Dinge geben und nicht nur... Digga, wieder hinten, jemand im Hintergrund, bla 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 bla. Wahnsinn, Alter. Dinge nehmen. Und damit schaffen wir es, dass natürlich Projekte auch der Koalitionspartner Eingang finden in einen Koalitionsvertrag und auch in die gesetzliche Umsetzung, die nicht das Herzensanliegen eines jeden in dieser Koalition sind. Es war nicht das Herzensanliegen der SPD oder der Grünen, die Minijobgrenze zu erhöhen. Aber mit dieser Koalition sind Fortschrittsschritte möglich. Und das war in 16 Jahren bei Ihnen eben nicht der Fall. So, Deckel drauf. Und das will ich an dieser Stelle, auch weil wir ja vor Pfingsten stehen, auch noch was Versöhnliches sagen. Ist das nicht unser Bahnmann? Ich werde mir jetzt ein 9-Euro-Ticket kaufen. Okay. Für meine Reise nach Rügen, weil nach Sylt fahren ja die ganzen Linken. Oh, dicker, who the hell asked? Also wer, Bro? Hätten Sie Klaus Ernst gefragt, dann hätten Sie festgestellt, das Teure an Sylt ist nicht die Deutsche Bahn, sondern der Champagner an der Sansibar. Herzlichen Glückwunsch. Hä?
Und deshalb haben wir 139 Milliarden Euro Netto-Kreditaufnahme. Immer noch Angst, weil der mir auf Twitter folgt. In einem Jahr von Krieg und Krise. Nur zum Vergleich. Wir planen jetzt 139 Milliarden Euro. Der letzte Haushalt der CDU-geführten Regierung 2021, da war die Planzahl 240 Milliarden Euro. Wobei ich auch sagen muss, dass Lindner sich ja die letzten Tage etwas mit diesen E-Fuels und den Einführungen des Verbrenner-Aus und so weiter und so fort mit seinen komischen Dingen ein wenig verrannt hat. Da gehe ich dann doch etwas kritischer mit um. Und jetzt... Ja, Finanzminister Scholz ist jetzt der Bundeskanzler. So arbeitet man in der Koalition zusammen, genau. Ist jetzt der Bundeskanzler. Wir haben jetzt eine andere Arbeitsteilung in der Regierung. Herr Lindner, Sie bezeichnen Kollegen hier im Hohen Hause als Zauberer. Da musste ich glatt an Johann Wolfgang von Goethe denken und den Zauberlehrling. Und ich sage mal, auch der hatte dann Probleme, die Schuldengeister sozusagen in die Koalitionsflasche, und die ist ganz groß. Ich finde, Kai Gottschalk sieht immer aus, also auch hier nochmal eine kleine Metapher. Kai Gottschalk sieht aus wie der eine Geschichtslehrer, der so 2,5 bis 3,5 Jahre zu lange und zu gerne über die Nazizeit redet, in meinen Augen. No Angriff, aber ihr checkt, was ich meine, oder? Der so sehr gerne das Kaiserreich behandelt und dann noch gerne ausschließlich den Ersten Weltkrieg, dann den Zweiten Weltkrieg sehr, sehr lange und sehr ausgiebig behandelt, so als Geschichtslehrer. Checkt ihr? Zurückzudrängen, meine Damen und Herren. Das ist eine Misere. Die haben ganz alleine Sie zu verantworten. Allerdings ein bisschen Verständnis, fast Mitleid habe ich mit Ihnen. Da ist die eher schon fast sozialistisch zu nennende SPD mit Kevin Kühnert. Ach, Digga, Sozialismus. Bro, was schmeißt du für Worte um dich, Alter? Ist dir die Definition überhaupt bekannt? Die an dem einen Bein bei Ihnen zieht, noch weiter links, ja, es geht. Die Grünen mit ihren utopischen Ökoforderungen. Ja, und dann das ganz böse Wort hier im Hause von rechts, kommen dann noch einige Ihrer Kollegen in Ihrer Fraktion, die Sie ganz milde aber nur noch an Ihre Wahlversprechen von nicht mal einem Jahr erinnern. Ihre Wahlversprechen gegenüber den fleißigen Menschen sind Makulatur, Herr Lindner. Ich meine, wir haben immer schon gewusst, dass... Nichts gesagt, viel geredet. Rot-Grün nicht mit Geld umgehen kann. Wem 332 Milliarden Euro Steuereinnahmen nicht reichen, wer das auch noch durch eine sensationelle Neuverschuldung toppen muss, das ist klar, dass das nichts wird. Aber dass die FDP da mit im Boot sitzt... Mann, das ist auch wieder so eine Geschichte. Wir haben doch... Die jetzige Regierung hat doch... von der vorherigen Regierung diese Schulden übernommen. Und dass wir jetzt eine große Neuverschuldung machen müssten, liegt halt einfach daran, dass es halt in Europa einen offiziellen Konflikt gibt und wir unser Militär wieder raffen müssen. Und da brauchen wir 100 Milliarden Sondervermögen halt einfach für. Es ist ja auch eine Sache, dass die Bundeswehr unter ihrer Regierung, CSU, CDU und SPD, kaputt gespart worden ist und jetzt halt diese Sachen wieder korrigiert, repariert und aufgebaut werden müssen. Also ich verstehe diese Oppositionsarbeit, die hier die CDU, CSU macht, in der Logik überhaupt nicht, weil das ist wirklich nichtssagend und komplett schwachsinnig und da steckt seltenst leider ein vernünftiger Tenor hinter und da wird nicht faktisch analysiert oder berichtet, sondern einfach nur populistisch rumgeschrien. Das Problem dabei ist aber, dass es halt funktioniert. Das Problem dabei ist, dass es funktioniert und dass sehr viele Leute, und das sieht man auch in aktuellen Umfrageergebnissen, darauf halt abfahren und sagen, ja, genau, ihr sagt es, ja, aber ihr seid doch schuld daran. Ihr seid doch schuld daran, dass es so ist, wie es ist. Also das ist einfach nur wirklich Fingerpointing, ja, genau das. Fingerpointing vom Feinsten. Wahnsinn. Zustimmt und sich dann als Hütchenspieler in der Öffentlichkeit aufführt, da muss ich sagen, Herr Minister, als Hütchenspieler sind Sie einfach nicht gut genug. Vielleicht sollten Sie die entsprechende Fortbildung eher in Berlin als auf Sylt suchen. Hä? Also, Frau Kollegin Gräßle, ich will jetzt nicht sagen, dass das Rumgesyltze war, aber ich will doch gerne, dass wir ein wenig zur Haushaltspolitik zurückkommen und zu den Zahlen. Meine Damen und Herren. Herr Fricke, eine Anrede wäre noch gut. Frau Präsidentin, ich bitte vielmals um Entschuldigung und bedanke mich ganz besonders, dass ich unter Ihrer Obhut reden darf. Und apropos Klimaschutz, natürlich machen wir das Ganze auch, damit Sylt nicht im Meer versinkt, weil das einfach eine extrem schöne Insel ist. Und ich war am Himmelfahrtswochenende auch auf Sylt. Ich habe keine Jongleure an der Strandpromenade gesehen, aber ich bin mit dem Fahrrad von Wenningstedt nach List gefahren. Es gibt
tolle, wunderschöne Naturlandschaften, Dünen, Heidelandschaften. Und ich bin auch durch den kleinen Ort Kampen gekommen, Herr Bundesfinanzminister. Und dort habe ich, wenn man sich dort anguckt, sieht man einfach sehr schöne und teure Sportwagen. Man sieht Champagner an jeder Ecke, man sieht sehr viel glitzerndes Karat. Und mein Eindruck, Herr Finanzminister, war... Warum waren Sie nicht da? Wenn man sich die Situation vor Augen führt, ist, glaube ich, noch etwas Luft oben bei Habecks Grinsen. Bei der Umverteilung von Reichtum. Ich würde wünschen, dass wir zu gemeinsamen Lösungen in der Zukunft kommen. Good point. Die Service-Opposition hat, auch das wurde schon gesagt, so wenig Deckblätter zum Haushalt abgeliefert wie keine Opposition zuvor. Auch ein Ausdruck davon. Vorsicht, Ingo, wir haben uns darüber unterhalten. Was war das? Warte. Stern leider nichts, was er gesagt hat. Vorsicht, Ingo, wir haben uns darüber unterhalten. Sei ganz brav. Ingo! Verteidigung heute und in der Zukunft bedeutet noch viel mehr denn je kooperative Sicherheit. Und es ist gut, dass deswegen die Bündnisfähigkeit eben nicht aus dem Gesetz gestrichen worden ist, so wie die Union das eigentlich ursprünglich wollte. Ich fand es ja vorhin ganz süß, Herr Dobrindt, dass Sie so gesagt haben, alle haben sich bewegt, nur wir nicht. Wenn Sie das für Ihr Ego brauchen, bitteschön. Ich würde auch lieber vergessen wollen, dass Sie eigentlich 2% ins Grundgesetz festschreiben wollten oder nur 75 Abgeordnete. Aber was mich ehrlich gesagt verwundert hat, ja, und deswegen habe ich auch so intensiv gemeinsam mit Ihnen diskutiert und gerungen, dass Sie als jahrzehntelange Europapartei, das war ja immer das große und ich fand wirklich beeindruckende Label der Union, ausgerechnet die Ertüchtigung von Partnern bis zur letzten Minute dogmatisch bekämpft haben, das verwundert mich nicht nur. Ehrlich gesagt finde ich das nicht sehr verantwortungsvoll. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Fraktion stellt überhaupt nicht in Abrede, dass die Bundeswehr ihrem grundgesetzlichen Auftrag der Bündnis- und Landesverteidigung nachkommen muss. Aber wenn hier permanent erzählt wird, die Bundeswehr ist vernachlässigt worden, was für ein Unsinn! Von 2014 bis 2022 ist der Verteidigungsetat von 32,4 Milliarden wie kein anderer gestiegen. Ja, aber es ist ja trotzdem nicht genug gewesen, leider. Ne? Also klar, vernachlässigt worden ist immer eine Definitionsgeschichte, würde ich sagen. Ne? Eben haben wir den Etat verabschiedet, 50,4 Milliarden. Kein anderer hat so eine Steigerung. Das ist mehr als für Bildung, für Familien, für Forschung, für Wohnung zusammen, meine Damen und Herren. Ja, aber es wurde ja auch für Schwachsinn ausgegeben und für Beraterstäbe und. Also das ist ja auch einfach nicht gut verteilt worden. Es gab kein Kaputtsparen, wenn man derartige Steigerungen hatte. Sie verbreiten einen Mythos und das ist unehrlich und das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und es ist richtig und es ist gut, dass wir hier im Parlament, dass die Bundesregierung, dass wir als Abgeordnete, dass wir die Kraft... Was ist nochmal Artikel 87 des Grundgesetzes? Achso, ja, das ist dieses Sonderkapitel, Sondervermögen für 100 Milliarden. Ja. ...Kraft haben, auf diese Zeitenwende politische Antworten zu geben. Und das Sondervermögen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, sind eine der Antworten, die wir geben auf die Zeitenwende. Und lieber Florian Hahn, ich könnte mir das jetzt einfach machen und auch polemisch zurückreden. Ich könnte sagen, wenn die Union nicht mitregiert, dann werden auf einmal Drohnen beschafft. Ich könnte zurückantworten, dass in dem Moment, wo die Union nicht mitregiert, auf einmal die Bundeswehr gestärkt wird. Aber ich will Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde eines... Es ist auch nice zu sagen, ich könnte, und dadurch, dass er sagt, ich könnte und sagt dann trotzdem, hat er es ja irgendwie trotzdem gesagt. Ne? Solche Debatte ist nicht der Ort für eine solch polemische Auseinandersetzung. Ich will etwas anderes sagen. Ich bin dankbar, dass die Außenministerin, der Finanzminister, die Verteidigungsministerin, der Bundeskanzler und die Fraktion hier im Parlament inklusive der Union, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit einen Weg gefunden haben, um unsere Bundeswehr, unsere Soldatinnen und Soldaten zu stärken. Das ist ein wichtiges Zeichen und dafür ein großer Dank an alle, die beteiligt waren. Es war die SPD-Bundestagsfraktion, die gegen den Koalitionsvertrag, der mit uns geschlossen worden ist, in der letzten Legislaturperiode verhindert hat, dass bewaffnete Drohnen angeschafft worden sind. Das hat Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
schutzlos zurückgelassen. Das hat den Beschaffungsweg unnötig verzögert. Und ihr... Schutzlos zurückgelassen wo? Also in welchem Schlachtfeld jetzt? In Mali oder Afghanistan dann? Oder also? Ihr, die sagen, es ist eine Lüge. Warum ist denn Fritz Felgentreu zurückgetreten? Man muss sich ja schämen für so einen Parteivorsitzenden. Ihr eigener verteidigungspolitischer Sprecher ist deswegen zurückgetreten. Hören Sie doch nochmal oder lesen Sie nochmal nach, weshalb er das gemacht hat. Weil er es nicht mehr mit seinem Gewissen verantworten konnte als aufrechter Sozialdemokrat. Sie haben die Bundeswehr und Sie haben Fritz Felgentreu und andere im Stich gelassen, Herr Mützenich. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das muss hier nochmal gesagt werden. Und ich will zum Schluss sagen, es ist ja bei Ihnen allen so, man hadert ja manchmal auch mit der eigenen Partei oder mit der eigenen Fraktion. Und Jan Kordes sieht ja mal aus wie der böse Bruder von Christian Lindner. Nicht so zufrieden oder auch mal genervt. Heute, Herr ja, Korte, das bitte ist letzter Ihnen Satz. Bei den Grünen völlig fremd, sowas. Aber heute will ich Ihnen mal sagen, auch ich bin manchmal von meiner Partei genervt. Das kommt selten vor. Aber heute bin ich froh und stolz, der einzigen Partei anzugehören, die diesen Aufrüstungswahnsinn nicht mitmacht und auch niemals mitmachen wird. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, sich halt dogmatisch irgendwelchen Ideologien zu verschreiben, anstatt einfach Realpolitik zu machen und eventuelle Bedrohungen in der Welt zu erkennen, ist dann halt vielleicht auch nicht richtig. Also es ist auch, wenn man ein Pazifist ist und der starken Überzeugung nachhängt, dass Krieg und Militär und Frieden, dass Krieg und Militär immer scheiße sind, ist es dann doch mal oft so, dass man sich dogmatisch mal hinterfragt, also seine Dogmen mal hinterfragen sollte und sagen soll, diese Ideologie, die ich habe, ist vielleicht im Anbetracht dieser Welt, so wie sie gerade ist, nun mal nicht umsetzbar. Es gibt da definitiv Bedrohungen und da könnte man dann auch mal überlegen, ob man vielleicht davon ein bisschen abweicht, nur weil es halt dem eigenen ideologischen Vorstellungen nicht entspricht. Vielen Dank. Deshalb ist das Sondervermögen für die Bundeswehr ein vernünftiger Weg, um unsere Bundeswehr, unsere Soldatinnen und Soldaten endlich vernünftig... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich bei einer Abgeordneten oder bei einem Abgeordneten ein sichtbares Tattoo sehe. Wahnsinn. ...sich auszustatten. Denn Sie sind es doch, die buchstäblich an vorderster Front für unsere Sicherheit stehen. Da ist es doch eine Frage des Respekts. Und in diesen Zeiten merken wir mehr als überfällig, Sie endlich ordentlich auszustatten und Ihnen funktionierendes Gerät auf der Höhe der Zeit an die Hand zu geben. Dieses Sondervermögen ist auch deshalb ein vernünftiger Weg, weil es unseren Haushalt nicht belasten wird. Denn er soll uns ja in die Lage versetzen, so viele wichtige, gerade soziale Projekte umzusetzen. Gehen Sie ruhig in Ihre Quasselgruppe zurück, Herr Brandner. Kein Problem, das interessiert hier niemanden. Stefan Brandner, wirklich der Störenfried des Bundestags. Unfassbar, wie oft der ermahnt wird, wie oft der drangenommen wird, weil der nur am Quatschen und am Scheiße labern ist, ehrlich. Aber vor allen Dingen schaffen wir mit diesem Gesetz etwas, was seit Jahren liegen geblieben ist und was wir, das will ich ganz offen sagen, in der letzten Legislaturperiode mit CDU, CSU leider nicht bewegen konnten. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir mit diesem Gesetz endlich dafür sorgen, dass die Erwerbsgeminderten im Bestand bessere Leistung bekommen, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz wichtiger sozialer Fortschritt. Es geht immerhin... Herr Brandner, schreiben Sie doch einfach in Ihre Telegram-Gruppe und halten Sie den Mund. Tun Sie nicht so, als hätten Sie das letzte Legislaturperiode gewollt. Ich habe ja im Kanzleramt gesessen und gefragt, können wir das angehen? Und das die Grünen kennen keine Realpolitik. Die wollen einzig allein ihre Ideologie durchdrücken. Ach so, okay. Also Realpolitik heißt also nicht, sich mit einer wachsenden Klimabedrohung auseinanderzusetzen, sondern hinzugehen und einfach nur die eigene Ideologie der Klimabedrohung durchzusetzen, weil die existiert ja dann quasi nicht. Also willst du das jetzt, das ist ja dann quasi deine Aussage. Also du möchtest halt sagen, dass die Grünen im Rahmen, sage ich mal, ihrer Klimapolitik zum Beispiel nur ihrer Ideologie folgen und nicht dem, was Konsens der Wissenschaft seit 50 Jahren ist. Wenn du das so sagst, dann wirst du als einzelne Person da wahrscheinlich recht haben und ein Großteil des wissenschaftlichen Fachkreises da wahrscheinlich dann falsch liegen, ja. Das war mit CDU, CSU nicht möglich. Realpolitik heißt, die aktuelle Wirtschaft zu retten. Die Grünen erreichen nur das Gegenteil. Realpolitik heißt nicht nur, dass man die Wirtschaft rettet, sondern Realpolitik heißt, dass man sich mit Gefahren der Gegenwart und der Zukunft auseinandersetzt und da direkt, schnell und aktiv reagiert. Also das ist auch hier an der Stelle mal eine ganz falsche Erklärung des Wortes. Ich kann mich erinnern, wie Sie die Grundrente versucht haben, klein zu machen und zu verhindern. Auch die mussten wir gegen Sie durchsetzen. Darauf bin ich stolz. Bei Erwerbsminderung ging nichts mit Ihnen.
Und ich kann das, was ich... Niemand leugnet den Klimawandel, er sagt nur, dass sie ihre Ideologie durchsetzen wollen. Ja, was ist die Leitideologie der Grünen? Der Schutz des Klimas und die Abwendung des Klimawandels. Und wenn er doch sagt, dass sie nur ihre Ideologie durchsetzen wollen, meint er damit doch dann auch, dass ihre Ideologie dann nicht der Realpolitik entspricht. Ergo, der Klimawandel da für ihn nicht existent ist. Oder ist das jetzt ein falscher Denkschluss? Also... Ich heute Morgen gesagt habe, mit Blick auf die CDU zum Thema Rente nur wiederholen, weil, Herr Wittecker, Sie haben jetzt wieder viel gesagt. Was ist für dich Gefahr? Wir reden über den kommenden Winter. Revi, wach auf, du redest viel Bullshit. Ich weiß, dass wir im kommenden Winter Versorgungsengpässe haben. Da haben wir die ganze Zeit vorher drüber gesprochen. Und auch da wird gerade aktive Realpolitik, und zwar Realpolitik aufs Ernste gemacht, weil ein grüner Wirtschafts- und Umweltminister hingeht, Braunkohlebau fördert, Gas aus Katar kauft und sehr viel macht, was nicht seiner Ideologie entspricht, sondern halt nämlich Realpolitik macht. Also ich verstehe nicht, wo du... Das ist doch... Ja, was wird gemacht? Nichts. Man kauft russisch Gas an aus Indien, nur teurer. Wie dumm ist das? Ich habe doch gerade Dinge gesagt. Ich habe doch gerade Dinge genannt, die getan werden, abseits von dem Gaskauf aus Indien. Also... Sagt, aber... Das ist an der Stelle einfach mal komplett lost von dir. Sie haben nicht gesagt... Ja, sorry, ist doch so. Also, guck mal, wenn wir uns unterhalten auf einer wissenschaftlichen oder auf einer vernünftigen, faktischen Ebene so, Bro, dann komm mir bitte nicht mit so leeren Wortargumentationen und sowas. Dann denk dir vorher kurz, dann denk kurz vorher nach, was du sagen möchtest, und dann formulier es vernünftig. Aber so funktioniert es halt nun mal nicht. Sagt, was Sie wollen, ja? Sie haben auf den Rentenbericht verwiesen, Sie haben auf die Rentenkommission verwiesen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie hier klar sagen, welches Rentenniveau möchten Sie sichern? Welchen Beitragssatz möchten Sie sichern? Das haben Sie hier nicht getan, weil Sie davor scheuen. Sie haben auch nichts zum Renteneintrittsalter gesagt. Da erlauben haben wir einen klaren Koalitionsvertrag festgelegt. Eine Wortmeldung des Abgeordneten Hubertus Heil. Aber sehr gerne. Ja, nichts lieber als das. Heute darf ich mal, wir sind so schön zusammen. Also aus Katar wird auch Gas exportiert. Wir haben dafür LNG-Terminals bauen lassen, die gerade im Bau sind, mein Lieber. Revi, wach auf, das Gas ist teuer. Ach wirklich, das habe ich nicht mitbekommen, dass wir da eventuelle Probleme haben. Das ist interessant, das ist gut. Das ist, ich bin wach, ich bin da, ich bin aufgewacht. Danke dir. Frau Kollegin, könnten Sie zur Kenntnis nehmen, ich glaube, ich spreche auch für meine gesamte Fraktion und auch für den mir bekannten Bundesarbeitsminister. Langfristig wird aus der Wirtschaft schaden, die Gassanktionen gegen Russland schaden und nicht Russland. Russland hat aktuell Rekordeinnahmen. Auch das ist mir bewusst, dass die Sanktionen gerade für uns als Gesellschaft in ganz Europa extreme und drastische Folgen für unsere Wirtschaft, die Inflation und die Kaufkraft haben. Das ist ganz klar. Aber manchmal gibt es halt Momente, da muss man einfach Wirtschaftlichkeit hinter Ideologie stellen und Ideologie vorne anführen und demokratische Grundwerte versuchen durchzusetzen und eventuell, selbst wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, diese Dinge versuchen umzusetzen und versuchen, solche Staaten einfach nicht weiterhin zu unterstützen. Es geht auch manchmal einfach nur um die Außen Wirkung und ich glaube auch, dass die kurzfristige Wirkung momentan vielleicht nicht da ist bei Russland, dass diese kurzfristigen Auswirkungen noch nicht da sind und noch nicht erkennbar sind, dass es aber in der langfristigen auf jeden Fall sehr viel mehr Folgen haben wird, als jetzt schon absehbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich NATO-Staaten und sanktionierende Staaten da zusammen Gedanken gemacht haben, dass das nicht nur jetzt, sondern auch in langen Zeitperioden Folgen haben wird. Herr Minister, dass wir sehr, sehr gerne auf die CDU zugehen, wenn sie uns... Ich kann verstehen, dass Umwelt ist ja das Wichtigste, aber ich muss halt sagen, dass ich als Kleinverdiener bis jetzt habe ich 14 Euro Nachzahlung wegen nichts gefühlt und ich kann nicht einfach mehr so leisten. Was soll ich da machen, wenn der Staat nicht unterstützt? Absolut richtig, der Staat hat viele Schwachsinnsprogramme an den Start gebracht, unter anderem auch eine Spritpreisbremse, die nur Großverdienern mit großen Autos nützt und auch keine Klimageldpauschalen und solche Geschichten. Wir haben extrem viele Dinge dumm und auf den heißen Stein gekippt, weil da die FDP sich auch teilweise quergestellt hat und Dinge einfach unglücklicherweise halt einfach durchsetzen konnten. So, das ist halt einfach nur so. Und ich gehe da vollkommen mit, dass das absolut nicht richtig ist, was hier alles gemacht wird und dass das gerade immer, dass es immer in solchen Phasen halt die geringverdienenden Menschen trifft und die Leute, die halt sowieso schon an der untersten Armutsgrenze leben, ist bittere Realität unseres Kapitalismus. Das ist leider immer so. Aber man kann halt nur hoffen, dass diese ganzen Dinge trotzdem dem Gesamtfrieden in der Welt irgendwie beitragen und dass halt trotzdem dann für die unteren Einkommensklassen Lösungen gefunden werden, wie zum Beispiel ein sinnvolles Klimageld, was jeder pauschal für sich auszahlt, bekommt und ausgeben kann, wie er dann will, um das Loch in der Haushalt zu füllen.
erfüllen oder weiß ich was, ja. Es gibt da ja Bemühungen und Ideen. Das dauert halt leider einfach nur, ne? Also das Wirtschaftswachstum ist, genau wie gerade jemand sagt, der Politik nicht das einzige Mantra und das einzige Ziel, sondern eines von vielen Zielen. Und ein Wirtschaftswachstum bringt uns allen nichts, sollten wir dann irgendwann uns selber in einem Kriegszustand befinden, weil ein Bündnisfall der NATO eintrifft oder weit und so weiter und so fort. Wir haben es leider momentan mit einem Menschen zu tun oder mit einer Regierung in Russland und in Weißrussland und auch in China zu tun, von denen nicht ganz klar ist, Nordkorea außen vor, wie sie agieren. Die verfügen über großes militärisches Kapital, die haben sehr viel Offshore-Kapital, denen geht es gut und wir wissen nicht, was diese Menschen machen und dementsprechend kann man sich darauf nur bestmöglich vorbereiten. Und ich bin selber jemand, der es zutiefst kritisiert, dass wir sehr viel Geld ins Militär stecken, aber das ist in meinen Augen Realpolitik, dass man dagegen vorgeht und versucht, sich das Beste irgendwie auszurüsten. Es geht leider nicht anders. Es geht leider momentan nicht anders. Es ist eine super beschissene Situation und es ist für alle, Entschuldigung, Belarus, nicht Weißrussland, Entschuldigung, für uns alle eine super anstrengende und ungewisse Situation und es hat sehr, sehr viele Folgen, gerade wie gesagt für untere Einkommensklassen und ich hoffe inständig, dass die Politik auch für diese Menschen Entlastungen und Programme findet, die sinnvoll sind und nicht mit einem großen Eimer irgendwo ausgekippt werden und derjenige mit dem größten Maul, in dem Fall halt obere Einkommensklassen, saugen das dann alles auf. Wie gesagt, so ein Tankrabatt ist schwachsinnig gewesen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das hätte man anders lösen können, aber im Endeffekt ist es halt leider so, dass wir uns einfach den aktuellen Gefahren in der Welt stellen müssen und da gehört die Möglichkeit, dass es zu einer Ausweitung des Krieges kommt oder zu gewissen Aggressionen zumindest, leider Gottes doch dazu. Das ist leider so. Das ist leider so und man muss sich da einfach mit auseinandersetzen und man muss das einfach verstehen, dass unsere Regierung gerade sehr viele Challenges faced und ich bin mir sicher, dass die meisten in der Regierung versuchen, ihr Bestes umzusetzen, um diese ganzen Probleme für uns als Deutschland, für uns als Europa und eventuell auch auf der Weltbühne zu lösen. So, ne? Also das ist leider einfach so. Zuerst nehmen wir kein Öl aus Solidarität von Russland, jetzt sagen wir, der böse Russe will uns kein Gas mehr geben. Die Sanktionen zerstören unsere Wirtschaft brutal. Das ist leider so, ja, die Sanktionen sind für unsere Wirtschaft ein absoluter Horror. Das könnte sogar ein Kollaps sein, aber wir sagen ja auch nicht, der Russe will uns kein Gas geben, sondern wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden und versuchen halt hier durch eventuelle Ausgleich, LNG-Terminals und sonstige Dinge, Power-to-Gas und weiß ich was, versuchen wir irgendwie einen Ausgleich zu finden. Ob das gelingt, ist die Frage, ne? Wir haben Stufe 3 von Stufe 5 im Gasnotstand, das ist leider so, aber es wird sich zeigen, ob diese Anstrengungen sich gelohnt haben und ob dann irgendwann auch vielleicht der Krieg dadurch ein Ende findet und Russland in die Unterfinanzierung geht und weiß ich was, oder ob das Ganze einfach nur eine schlechte Entscheidung gewesen ist, rückwirkend, und man hätte anders verfahren sollen. Das weiß man dann nicht, ne? Das wird man dann sehen. Das wird man dann einfach sehen, ja. Bitte Ihre Finanzierungsvorschläge zu Ihrer Rentenpolitik mal überreicht, denn dazu war nichts zu hören. Können Sie bestätigen, dass wir das so sehen? Das kann ich ausdrücklich so bestätigen. Dankeschön. Herr Kollege. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich ein großes Problem mit der Debattenkultur hier im Chat. So, es sind viele Leute dabei, mit denen man sich wirklich vernünftig unterhalten kann, mit denen man anständig auch reden kann über solche Sachen. Aber ganz oft werden hier einfach nur Dinge vorgeführt, die teilweise von einem Bildartikel gefühlt von der Überschrift halt leider rezitiert werden, wo dann auch nicht großartig Hintergrundwissen hintersteht, Hauptsache man hat irgendwas gesagt. Das finde ich teilweise ein bisschen schade. Ich verstehe vollkommen, dass sehr viele Leute momentan in diesem Land nicht zufrieden sind und das ist auch ihr gutes Recht und das darf auch jeder gerne zum Ausdruck bringen. Aber ich wünsche mir da manchmal doch dann vielleicht, wenn solche Dinge dann angesprochen werden, da ein bisschen mehr fundierteres Wissen beziehungsweise einfach auch eine ruhigere und entspanntere Gesprächskultur. Weil teilweise haben wir wirklich hier Leute im Chat und die werden ja auch direkt getimeoutet und alles und so weiter und so fort. Und ich weiß doch selber, dass ich mich immer mit politischem Content und solchen Reacts und solchen Sachen auf ein Glatteis begebe und wahrscheinlich auch selber sehr oft falsche Dinge sage und auch nicht zu jedem Thema informiert sein kann, weil es einfach zu umfangreich ist. Ich bin ja auch kein Politiker, ich bin kein Experte. Aber zu den Themen, zu denen ich meine, Dinge zu wissen, sage ich auch gerne was so. Ne? Und ich akzeptiere auch wirklich jede andere Meinung, solange sie dann vernünftig dargelegt wird und nicht gröbsten Rassismus und so weiter und so fort halt beinhaltet, ist das hier alles soweit in Ordnung. Aber ihr müsst doch verstehen bitte, dass mich manche Sachen einfach wegignoriere, beziehungsweise Mods dann auch diese Sachen halt timeouten, wenn sie dann entweder gegen Chatregeln verstoßen, einfach die Stimmung hier im Chat kaputt machen oder vielleicht sogar hingehen und einfach ein komplett negatives Bild dieser ganzen Debatte halt zeichnen. Ja, das müsst ihr einfach verstehen. So, und das ist wichtig, dass das auch akzeptiert wird, weil wie gesagt, das ist hier immer noch mein Twitch Chat und ich kann auch an den Stellen auch manchmal komplett selbst entscheiden, wen ich hier zu Wort kommen lasse und wen nicht. Ich bin jemand, der demokratische Grundwerte sehr schätzt und das aber auch alles nur in einem Maße, bis zu dem dann halt keiner diffamiert, beleidigt oder irgendwie persönlich angegriffen wird. Und das ist hier manchmal leider der Teil und dementsprechend werden auch manche Leute hier einfach getimeoutet und nicht zu Wort gekommen. Ganz einfach, ne? So, das hätte man auch in einem Satz sagen können. Nee, ich will es gerne ausführen, weil manche Leute verstehen es leider Gottes nicht. Manche Leute verstehen es leider einfach nicht, weil Hobbyjournalisten am wenigsten Ahnung haben, alte Leute haben keinen Schimmer, was sie mit dem Hals anrichten. Ja, es ist ja auch so,
dass in der Demokratie natürlich jeder gehört werden darf und jeder sich auch hörig machen darf und jeder natürlich auch seinen Teil beitragen darf. Das ist gar kein Problem. Aber da sind dann natürlich auch immer Sachen dabei, die halt faktisch nicht ganz richtig sind. Ne? Das ist halt immer wieder ein Problem. Warum ist Deutschland das einzigste Land mit Gasnotstand? Das liegt daran, dass die damalige Bundesregierung unter Gerhard Schröder beschlossen hat, sich fast ausschließlich vom russischen Gas abhängig zu machen und russisches Gas immer sehr gerne gekauft und günstig erworben hat, eine neue Pipeline gebaut hat nach Russland. Es ist übrigens das einzige Land, nicht das einzigste, mein Lieber. Und das jetzt bis heute tatsächlich angehalten hat, bis dann halt Russland irgendwann einen Grenzübertritt in der Ukraine gemacht hat mit einem brutalen Angriffskrieg und Deutschland verstanden hat, diese Abhängigkeit weiterhin nicht mehr gesund ist, weil Deutschland damit ganz massiv einen Schurkenstaat wie Russland halt unterstützt. Beziehungsweise nicht ein Schurkenstaat, wir reden von einer Regierung, die da problematisch ist. Es ist ja nicht so, als wäre der ganze Staat so, sondern das sind ja nicht die Bevölkerung dieses Landes, sondern das ist halt meist dann doch nur leider Gottes die Regierung. Ne? Und darum dreht sich das Ganze dann. Ja, ich glaube, das ist relativ einleuchtend, oder Chat? Aber was sind doch unsere Gasspeicher leer, weil Gazprom vom Krieg die leer laufen lassen hat? Ja, weil natürlich gewusst gewesen ist, dass Deutschland sicherlich das Kriegstreiben nicht unterstützen wird und dann natürlich da dementsprechend Sanktionen ziehen wird. Und natürlich ist das alles taktisch lange Zeit geplant gewesen und wären wir gar nicht erst in diesem Abhängigkeitsverhältnis gewesen, sondern hätten auch aus anderen Ländern Gas exportiert oder hätten einfach mal früh genug mit dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien, Wärmepumpen und so weiter und so fort, gerade im Heizwesen, diese Wandelkraftwerke von Strom- und Gaswärmekraftwerken in der Industrie durch andere erneuerbare Energien ersetzt, dann wären wir jetzt auch nicht in dieser Lage. Das hat leider die Regierung der letzten 16 Jahre im Sinne durch CDU und SPD verpeilt und nicht gemacht. Und dementsprechend sind wir jetzt in dieser Situation. Das kann man leider jetzt nicht mehr rückgängig machen. Man kann halt nur versuchen, durch vernünftige und anständige Realpolitik auf diese Sachen zu reagieren und einen Weg zu finden, der, selbst wenn er schmerzhaft ist, trotzdem uns irgendwie aus dieser misslichen Lage heraus befördert und wir halt uns von diesem ganzen Gaslieferung aus Russland halt frei machen können. Leider nicht nur verspielt, sondern aktiv verhindert. Ja, richtig. Es wurde aktiv dagegen vorgegangen. Das ist leider so. Ja. Ich finde, dass Zelensky einfach die Gebiete an Putin abgeben sollte und dann, damit es nicht so weiter eskaliert. Das ist auch eine sehr oft gestellte Forderung, die ich sehe. Warum gibt die Ukraine nicht einfach ihre Gebiete ab? Naja, also das Problem ist halt, glaube ich, dass das dann halt oftmals halt auf der Weltbühne natürlich dann als faktische Niederlage gesehen werden würde. Und Gebietsabtretungen eines Krieges beenden einen Krieg ja meistens nicht. Das hat die Historie oft gezeigt. Russland hat dann natürlich noch mehr Truppen auf ukrainischem Gebiet und ich glaube auch nicht, dass Russland dann damit aufhört. Das Ziel Russland ist die gänzliche Zermürbung des ukrainischen Militärs und ein Auslöschen der aktuellen Regierung so. Und ich glaube nicht, dass Russland sich damit zufrieden geben wird. Das ist halt das Ding. Also dementsprechend ist das ein Punkt. Und des Weiteren geht es auch einfach darum, dass demokratische Grundwerte weiterhin gewährt bleiben sollen und ein Aufgeben hier einfach auch kein Ende des Krieges bedeutet. Ganz einfach, wa? Das ist halt das Ding. Glaubst du, Atomkraft in der Situation ist eine Lösung, wie die EU sich jetzt erhofft? In Deutschland auf jeden Fall nicht. Wir haben 3 Atomkraftwerke, die sind alle seit 2019 nicht mehr gewartet worden. Wir haben noch Brennstäbe bis März, wenn wir auf einer Teillast nur laufen und danach kriegen wir keine Brennstäbe mehr, weil die auch größtenteils in Russland gefertigt werden und selbst wenn wir sie aus anderen Ländern bekommen würden, brauchen sie bis zu 1,5 Jahren und das Hochfahren, Runterfahren der Atomkraftwerke in Deutschland lohnt sich nicht, plus die Wartungsintensität, weil das einfach noch nicht gemacht worden ist, bringt uns einfach nicht weiter. Nee. Also, das ist das Problem. Wie lange das noch mit Russland dauert? Wenn ich das beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und Twitch streamen, sondern dann würde ich irgendwo im EU-Ausschuss oder in der NATO sitzen. Kann ich euch nicht sagen. Viele Militärexperten gehen halt davon aus, dass es sich hier einfach pflichtig um Zermürbungskrieg handelt, der halt einfach noch leider Gottes lange und schrecklich anhalten wird. Das ist leider so. Das ist einfach bittere Realität, so schmerzhaft das ist. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt nicht alles reden, die Lieferung von Brennstein bekommt man schneller hin. Das hat eben schon mal jemand in den Chat geschrieben und ich wüsste gerne, wo das herkommt. Also ich habe in vielen Fachartikeln und auch in vielen guten Podcasts dazu, wie gesagt, Lieferzeiten von 8 Monaten bis 1,5 Jahre gehört. Ich weiß, wie gesagt, vielleicht hat sich da auch was geändert. Meine Information ist von letzter Woche. Vielleicht ist das nochmal jetzt eine andere, eure Information. Aber das ist wohl das, was die ganze Thematik noch schwieriger macht. Also wie gesagt, wir haben nur noch Brennmittel bis März und dann wird es eh eng. Aber gut, wir können doch einfach auch Brennstäbe aus Frankreich klauen. Das ist eine ganz gute Idee, weil die Hälfte der französischen Atomkraftwerke eh gerade nicht vernünftig funktioniert, weil die nämlich durchgehend Fehlermeldungen auswerfen. So nämlich. Ja.